Ja, vielen Dank. Die Session war ja eben ganz spannend. Ich würde gerne mal wissen, was da so für dich die Schwerpunkte sind, wo ihr die Probleme bei euch in der Hochschule seht. Für uns sind ganz klar die Probleme, was machen wir mit hochqualifizierten Geflüchteten in Frankfurt und Umgebung? Und da war es auch ganz spannend zu erfahren, was machen andere in dem Bereich schon und wie können auch zum Beispiel Hochschulen viel besser zusammenarbeiten mit anderen Netzwerken, wenn gerade wir merken, die Geflüchteten möchten zum Beispiel nicht studieren, wo können sie hingehen und was machen auch andere Leute in dem Bereich? In dem Zusammenhang die Frage, wie weit seid ihr in Frankfurt vernetzt? Weil die Hochschule ist ja erstmal hier in Frankfurt. Es gibt ganz viele Träger in Frankfurt in dem Bereich. Gibt es da Vernetzungsstrukturen im Sinne von regelmäßigen Treffen oder Ähnliches? Genau, also wir haben einmal natürlich die Hochschulen untereinander sind schon sehr stark vernetzt, wo wir uns auch mehrmals im Semester treffen. Aber auch wir haben verschiedene Messen, zum Beispiel mit unterschiedlichen Bildungsträgern und ehrenamtlichen Organisationen, die auch bei uns an der Hochschule stattfinden und die dann auch bei uns vorbeikommen und sich vorstellen, zum Beispiel. Ich denke, gerade in Frankfurt ist es doch, ich kenne ganz viele Träger in Frankfurt halt, die auch in diese Richtung was machen. Könnt ihr dort nicht auch Leute vermitteln in diese Richtung hinein? Wir versuchen das natürlich schon sehr stark. Wir haben aber teilweise die Rückmeldungen bekommen, auch von den Geflüchteten, die möchten da zum Beispiel nicht hingehen, ja, und sind dann trotzdem bei uns. Und da versuchen wir noch spezifischer und auch wirklich direkter Leute anzusprechen. Geh doch bitte zu der und der Person oder geh zu dieser Vereinigung, die kann dir viel besser weiterhelfen. Die Vernetzung mit den Hochschulen in Hessen hier, ich meine, wir haben ja im Rhein-Main-Gebiet doch ganz dicht. Wir haben Frankfurt, wir haben Wiesbaden, wir haben Mainz, wir haben bis runter Heidelberg, das ist ja nicht weit weg. Wie ist da die Vernetzung? Also wir haben tatsächlich die Erfahrung gemacht, mit anderen Bundesländern ist es schon sehr schwierig, weil die ganz andere Gesetzeslagen haben und ganz andere Voraussetzungen als wir in hessischen Hochschulen. Deswegen haben wir uns erstmal quasi auf den Frankfurter Umkreis beschränkt. Ja, vielen Dank für die Informationen.